Ich weiß, dass es im nächsten Fall um ein perfektes Dinner geht, aber ich stelle mir vor, dass es so perfekt nicht war, wenn es bei dir gelandet ist, oder? Weißt du eigentlich, Paula, welche Berufsgruppe auf Datingplattformen den Highscore erzielt? Also, wenn Frauen Männer suchen? Anwälte? Ganz, ganz weit abgeschlagen übrigens. Ja, also der schlechteste Beruf, den man wählen kann, will man auf Tinder irgendwie den Highscore erzielen. Ja, als Anwalt irgendwie unsympathisch, glaube ich. Ja, dann, wenn es um ein perfektes Dinner geht, Köche vielleicht. Auch nicht. Auch nicht. Es sind tatsächlich Piloten und Polizisten. Also alle Berufe, die mit P beginnen. Jedenfalls geht es in unserem heutigen Fall um einen Polizisten. Oh, okay. Einen Polizisten, der auf Online-Dating-Plattformen sehr aktiv ist und schon aufgrund seines Jobs, aber man muss halt auch sagen, aufgrund seines Äußeren, sehr hohe Erfolgsquoten bei den Frauen hat. Okay. Denn es geht um Ansgar, der extrem gut aussieht, durchtrainiert, gestellter Körper. Also einfach die Wunschvorstellung vieler Frauen. Und dann ist er auch noch Polizist. Also Helfersyndrom, starke Schulter zum Anlehnen, Sicherheit. Also er bietet alles, was vielleicht die Frau von morgen möchte, wenn du jetzt schon so die Schultern zuckst, ich weiß es nicht. Okay. Ansgar hingegen will aber nicht irgendwie seine Traumfrau suchen, sondern Ansgar ist aus auf die schnelle Nummer. Wie die Ansgars dieser Welt halt so sind. Und kommuniziert das aber auch ganz offen. Mhm. Er sagt also, er ist hier nicht auf irgendwelche Beziehungen aus, sondern ganz klar auf One-Night-Stands. Also bei ihm steht im Profil nicht keine One-Night-Stands, sondern bitte One-Night-Stands. Okay. Und trotzdem hat er noch genügend Zuschriften auf seinem Profil, dass er gut über die Runden kommt. Und im absoluten Kontrast zu Ansgar steht Bea. Mhm. Bea ist in einer 8-jährigen Beziehung, ist richtig happy mit ihrem Freund. Es hat sich alles schön eingegroovt und eingespielt. Es gibt nur ein Manko, das Sexleben findet quasi nicht statt. Ja? Also sie kuscheln auf der Couch, sie haben schöne Urlaube zusammen, verbringen gerne Zeit miteinander, aber irgendwie in der Kiste läuft es so gar nicht. Und jetzt weiß Bea, dass ihr Freund in Kürze zu einem Geburtstag in eine 400 Kilometer entfernte Stadt muss und denkt sich, puh, ich liebe meinen Freund zwar wirklich von Herzen, aber einmal hätte ich gerne mal so eine richtig geile heiße Nacht. Meldet sich auf derselben Dating-Plattform wie Ansgar an und man ahnt es bereits, Ansgar und Bea haben ein Match. Bea setzt alles daran, dass das nicht auffliegt. Mhm. Der Abend wird minutiös geplant. Ansgar und Bea kommunizieren auch ganz offen, auch über ihre sexuellen Vorlieben. Mhm. Und so kommt es auch, dass Ansgar sie freiweg fragt, ob sie denn untenrum behaart sei oder rasiert. Mhm. Und da druckst dann Bea ein bisschen rum, denn nachdem das Sexualleben stark eingeschlafen war in ihrer Beziehung, hatte sie es da untenrum jetzt auch nicht mehr so sonderlich pfleglich behandelt. Untenrum war sie, wie Gott sie schuf. Und hatte auch ein Problem, das jetzt abrupt zu ändern, denn dann hätte der Freund möglicherweise Nachfragen gestellt. Gut, da würden mir jetzt 10.000 Sachen einfallen, die man als Erklärung dem Freund gegenüber, ob er es überhaupt gesehen hätte, wenn die keinen Sex haben. Aber okay, gut. Steht auch noch auf einem anderen Blatt. Sie wollte es so lassen, ja. Freut sich Ansgar darüber, denn er schreibt zurück, na, das ist doch mal Abwechslung. Bei ihm seien alle Mädels überwiegend rasiert und er freut sich darauf. Mhm. Also Win-Win-Situation, wenn man so will. Es kommt dann auch zu dem Treffen. Schon im Taxi fangen sie wild an zu knutschen. Das zu Hause vorbereitete perfekte Dinner, das Ansgar gekocht hatte, wird eigentlich links liegen gelassen. Denn schon im Aufzug geht's richtig heiß zur Sache. Und kaum betreten sie Ansgars Wohnung, geht's ins Bett. Mhm. Und so, ab geht die Luzi. Ja? So läuft es ja idealerweise, ja, wenn man sich dafür trifft. Und es, ja, geht auch die ganze Nacht durch. Mhm. In allen Varianten, allen möglichen Stellungen. Irgendwann schlafen beide ein und Bea wacht frühmorgens auf und sie plagt ein extrem schlechtes Gewissen. Nicht nur, weil sie Ansgars perfektes Dinner verschmäht hat, sondern weil sie jetzt richtig Gewissensbisse ihrem Freund gegenüber hat, der am Abend zurückkommt. Und irgendwie denkt sich Bea, ich will hier einfach nur noch weg. Sie schleicht sich aus Ansgars Wohnung, fährt nach Hause, legt sich dorthin, schläft sich aus. Und ihr Freund kommt nach Hause und merkt erstmal nichts. Am nächsten Morgen, als sich beide im Bad für ihren Job fertig machen und Bea aus der Dusche steigt, oh nein, fällt ihrem Freund etwas auf. Und zwar scheint Bea unten herum ziemlich anders auszusehen als noch am Tag zuvor. Oh Gott, ich weiß, was es ist. Ziemlich
unschön aus. Also, wenn man so will, ziemlich zerrupft, zerzaust. Ihr sonst so starker Haarwuchs im Intimbereich ist überhaupt nicht mehr so stark, wie er ihn in Erinnerung hatte. Es sah also so aus, als hätte sie ziemlich planlos an ihrer Intimfrisur rumgeschnipselt. Und Bea reagiert natürlich erstmal total schockiert auf alles, was sie vorbereitet. Sie hatte für alles eine Ausrede, wenn irgendwas aufgefallen wäre, nur dafür nicht. Warte, ich habe gerade eine ganz schlechte Fantasie in Zusammenhang mit dem Titel. Ich hoffe, es ist nicht das, was ich denke. Bitte fahr fort. Du kennst es, wenn man dann so in flagranti erwischt wird und einem nicht sofort was einfällt. Du wirst rot, du fängst an zu stottern, es ist völlig klar. Jetzt musst du die Hosen runterlassen, auch wenn sie in dem Moment nichts anhatte, und gesteht ihrem Freund den Seitensprung mit Ansgar. Und für Beas Freund war in dem Moment eigentlich überhaupt nicht klar, was jetzt schlimmer war. Dass sie fremdgegangen war oder offensichtlich an einen Psychopathen geraten war. Denn Bea versicherte ihm, sie habe da unten sicherlich nicht rumgeschnipselt. Ja. Ihr Freund sagt auf jeden Fall, pass auf, den musst du anzeigen. Das ist Körperverletzung. Und Bea ist natürlich... Was ist denn das für ein... Also das ist ein sehr milder Freund und großmütig noch dazu. Aber er möchte ihn anzeigen wegen unerlaubten Frisuren. Ja, wobei, ich weiß gar nicht, ob der Freund dann noch so großmütig ist, denn Bea ist das natürlich ziemlich peinlich, zur Polizei zu gehen und da erstmal zu erzählen, da hat jemand auf einem Seitensprung oder bei einem Seitensprung an mir rumgeschnippelt. Also ich weiß nicht, ob es dem Freund wirklich um Genugtuung seitens, ich sag jetzt mal, Beas ging oder vielleicht auch ein Stück weit eigene Genugtuung, um ihr diese Schmach da irgendwie zu bescheren. Ja. Jedenfalls geht Bea zur Polizei, zeigt Ansgar an wegen Körperverletzung und so landet Ansgar bei mir in der Kanzlei. Natürlich habe ich ihn auch gefragt, warum er das dann gemacht hat. Und Ansgar hat mir dann sehr reumütig gestanden, dass er das schon bei ein paar Mädels gemacht hatte. Denn, so sein Fetisch, er stehe darauf, Schamhaare zu essen. Oh Gott. Da kratzt es mir schon im Hals. Ja, da bekommt das geflügelte Sprichwort Haare auf den Zähnen eine ganz andere Bedeutung. Oh, jedenfalls. Wow. Ist nicht schlimm, Ansgar, aber schräg ist es schon. Ja. Jedenfalls war die Tatsache, dass Ansgar das auch schon bei mehreren Mädels gemacht hatte, für mich ausschlaggebend, dass wir besser nicht mit der Polizei respektive der Staatsanwaltschaft kooperieren. Ja. Und ich ihm anbot, einen Verteidigungsschriftsatz zu entwerfen, mit dem Antrag, das Verfahren gegen Ansgar einzustellen. Warum? Mein Argument, klar, wenn du die Kopfhaare eines Menschen abschneidest gegen seinen Willen, ist das sicherlich mit psychischen Schmerzen verbunden. Nur bei der Schambehaarung, die wirklich niemand sieht, außer einem selbst und vielleicht auch ein Stück weit, dein Argument, naja, das wächst ja auch wieder nach. Und in unserem Kulturkreis ist es sogar derzeit en vogue, eher ohne zu tragen, ist das jetzt keine so starke psychische Belastung, als dass man hier von einer nicht unerheblichen Einschränkung des psychischen Wohlbefindens sprechen könnte. So nämlich die juristische Definition. Und diesem Argument folgte die Staatsanwaltschaft. Und ich kann dir auch noch verraten, keine der weiteren Damen, deren Schamhaare von Ansgar verspeist worden waren, hatte sich bei der Staatsanwaltschaft oder der Polizei gemeldet.